Guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LSBDFM mit eurem Hackbutt hier. Ich habe euch ja eben gerade in der letzten Folge versprochen, dass wir zu dem Fight mal fahren, um zu gucken, was da überhaupt los ist. Jetzt sind wir nämlich auch gleich da. Mit meiner völlig geschrotteten Karre. Bin ich gespannt, wo es hingeht hier. Wirklich am Arsch der Welt, ne? Ich halte einfach schon mal meine Knarre bereit. Och, ist ja niedlich. Die hauen sich gegenseitig. So, Sache schnell erledigt hier. Ah, runter auf die Knie. Und festgenommen. Sehr schön. Und dich nehmen wir auch noch fest. Und dann... machen wir die 7. Und holen hier mal einen Transporter, um zwei Personen abholen zu lassen. Da kommen sie auch schon. Hübsch. Tut mir leid. Jetzt hat die einfach zu zweit ausgestiegen. Ist ja auch nicht schlecht. Hup doch noch. Ziehe ich dich auch noch aus dem Verkehr. Das ist erledigt, sehr schön. Wir müssen uns eigentlich mal ein... ja, was... ein Fahrzeug wäre cool. Ein Traffic Backup? Okay, dann probieren wir das mal. Mal gucken, was hier passiert mit dem Traffic Backup. Was? No, Vehicle. Ja. Dann lass mich hier raus. Autsch, diese Karre. Ich kann es einfach so machen, wir holen uns ganz viele Streifenwagen hierher. Und dann nehmen wir uns einfach davon ein. So werden wir das machen. Erstmal raus auf die Straße hier. In die City wieder rein. Oh, 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 oh. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Wo bin ich denn eigentlich hier? Immer noch in Hafennähe. Wir probieren das jetzt nochmal mit dem Traffic. Okay, wenn das nicht klappt, dann... holen wir uns mal ganz viele Polizisten hier rein. Und schau mal, da kommt schon einer. Ja, ist auch nicht verkehrt. So, jetzt. Wow. Wo ist er? Da ist er. Meine Karre. Und da ist ein Rücksichtsfahrer, loser Fahrer, so rum. Da wollen wir jetzt mal hin. Erstmal haben wir einen schönen Audi A4. Von den Top Mods. Sehr schönes Fahrzeug. Link zum Download für das Fahrzeug ist in der Beschreibung unten. Boah, der hat's ja aber eilig, ey. Da komme ich ja nicht hinterher. Vielleicht holen wir uns einen Hubschrauber mal dazu. Roger that. Target is northbound in El Barrio Heights.
Okay, er will nicht, dann... Wir haben uns ein bisschen Unterstützung. Bin da ja völlig tiefenentspannt. Und außerdem können wir ihn mehr die Reifen zerschießen. Ich frage mich, wo er hin will. Ja, holt ihn euch. Diese Karre. Oh. So, jetzt aussteigen und holt ihn euch. Los. Jetzt ist mal Schluss. Was ist denn hier los? Ah, schönes Ding. Karre völlig zerschossen. Jetzt holen wir den erstmal raus hier. So, und dann holen wir uns mal wieder einen Corona-Service. Leichenwagen. Sehr schön. Und gleichzeitig brauchen wir auch einen Abschleppwagen. Hey, sag mal, was merkt der Typ denn eigentlich nicht hier? Okay. Der Abschleppwagen kommt schon mal. Sehr nice gemacht. Der Leichenwagen haut wieder ab. Zack, über die Leiche drüber. Ja, Leichenschändung. Und drüber. Zack, komplett. Was denn nun? Auf was schießt der? Hä? Auf was feuern die denn? Die feuern? Ja, okay. Wir steigen einfach ein und hauen ab. Das habt dann umgebracht, ihr Schweine. Ja, schönes Ding. Kümmert ihr euch darum? Ihr seid ja noch vor Ort. Das ist hier eigentlich schönes. Kann man da Boot fahren? Ein kleiner See, aber für nicht zu gebrauchen. Oh, wenn man hier sein Fahrzeug reparieren lassen könnte, das wäre toll. Aber okay. So, Los Santos steht wieder langsam auf. Es wird morgen. Wir sollten mal zur nächsten Polizeiwache fahren und vielleicht mal was ein anderes Polizeifahrzeug holen. So, boah, Kurve nicht mehr bekommen. Nicht so wirklich viel los hier heute in der Stadt. Platz da. Das ist eine Polizei. Wow. Ja, ich war nicht angeschnallt, so wie es aussieht. Gut, wir kommen raus aus dem Krankenhaus. Und schnappen uns hier mal. Attention all units, a kidnapping in Mission Row. Gunfire reported. Ich kann leider nicht. Ich kann leider nicht die Aufträge aufnehmen, denn ich habe kein Fahrzeug. Drüben ist die Polizeiwache wieder. Ja, das ist wie letztes Mal. Ja. Starte.
Schnell weg. Dass sie unbedingt diesen Rettungswagen haben, Moment, verstehe ich nicht. Bin doch im Einsatz. So, Keule. Ja. Ist klar. So, jetzt schnappen wir uns mal hier schnell einen normalen Wagen. Haben die das gesehen? Nö. Sehr schön. Und dann raus hier aus der Hütte. Und auf Einsätze warten mit diesem, ach so schön, Polizeifahrzeug. Vielleicht sind das alles so Sachen, die man vielleicht mal im Auge behalten sollte. Und diese weißen Punkte, es kann ja sein, dass hier Sachen entstehen. Oder? Die sind ganz schön zügig unterwegs. Okay, jetzt geht's richtig los. Verstärkung ohne Ende besorgt. Und wir nehmen einfach zwei Hubschrauber noch mit. Ja, Keule, du kommst hier nicht raus. Jetzt kommt die Polizei hier auch an, marschiert. Jetzt wird's mega interessant. Los, holt ihn euch. Ja, doch nicht. Also wenigstens den kriegen wir noch. Navi. Los. So, den einen haben wir schon mal. Und den zweiten weiß ich nicht, ob wir den jetzt hier auch noch kriegen. Ja, wir arbeiten dran, wir kommen ja schon. Nö, 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 durch die Engstraßen hier durch. Das ist aber ganz schön weit weg, ey. Wo ist der überhaupt hin? Ich fahre in die völlig falsche Richtung. Nee. Ah, wir fahren jetzt mal hier hoch. Lass mich hier durch. Oh, die müssen wir hier lang. Ja, ey, der ist zu weit weg. Den komme ich auch nicht mehr ran. This is Charlie 4. This maggot's headed west. Ah, schade drum. Okay, dann nehmen wir uns das hier. Die Cops sind ja dran. Mal gucken. Hier runter.
Okay, mal schauen, was uns da erwartet. Ah, okay. Ja, wir talken mal. Zeig mir mal die Details des Fahrzeuges. Okay, schwarzes Auto, Frau, gelbes Oberteil. The punk's getting on the freeway. Welcher? Die Richtung? Ja gut, dann machen wir das doch. Dann fahren wir hier erstmal hoch. So. Grafit, okay. Ist aber viel los. Bist du es vielleicht? Ne? Okay, es bewegt sich auch nicht, dieses Teil hier. Hier ist auch keiner mehr. Aber wir können jetzt hier nochmal runterfahren. We have a traffic alert on Del Perro Freeway. Okay. Jetzt hat sich doch noch was bewegt. Schauen wir mal. We have a traffic alert in Del Perro. Jetzt hoffe ich, dass wir das Richtige hier kriegen. Da, oder? We have a traffic alert in Del Perro. Ja, ist ja schön. Ich möchte ja irgendwann mal hier was schaffen. Ja, ne? Ne? Ah, die sind ja nicht gerade sehr schnell hier. So, wir machen das Blaulicht hier mal aus, das stresst mich nämlich, ne? Okay, es scheint irgendwie nicht gerade hier rund zu laufen. Unsere Zeit ist jetzt auch schon fast vorbei. Deswegen würde ich doch... We have a traffic alert in the Spoochie Canals. Da ist er. Haben wir doch noch geschafft. We've got a suspect resisting arrest in the Spoochie Canals. Ja, dann drücken wir jetzt alles, was wir haben, rein. Copy that, we are on our way. Copy that. Taking a look. Victor 13. Currently heading to the location. We haven't won a camera anywhere. Suspect black scene in the Spoochie. Dispatch, we have the suspect in sight. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Reifen zerschießen geht immer. Dispatch, we got eyes. We're in pursuit. So, kurz im Prozess. Dann räumen wir hier jetzt noch eben auf. Dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend noch. Sag auf Wiedersehen und goodbye. Bis in der nächsten Folge. Ciao.